Hallo und herzlich willkommen bei Faecom Limited, eingetragenes Warenzeichen mit Ray und Lucian. Jo, wir haben heute mal ausnahmsweise die Stimmen getauscht. Dachte mir, warum nicht? Der Lucian nimmt auf. Ist ja kein Problem, kann man mal machen. Mal hab die Stimmen tauschen, das kennt man ja in der Schule oder so, oder wenn man telefoniert. Nein, natürlich nicht. Wir haben die Accounts kurz geswitcht. Also ich als Ray nehme auf. Kann jetzt hier schön Lucians Account verdatteln und seine Win-Loss-Ratio quasi runtertreiben. Nein. Denn hat einen ganzen Lions ausgeben. Genau. Es hat nämlich einen bestimmten Grund, warum wir es gemacht haben, und zwar Update 1.53, Firestorm ist draußen und da gibt es jetzt eine schöne neue Sache, und zwar quasi eine Preview für die britischen Panzer. Da seht ihr sie. Und da die im Moment nur in Bundles, also über Geld quasi zu kaufen sind. Der erste hier, der A13, kostet 10 Euro und die anderen sind dann entsprechend etwas teurer immer. Und da ich ein armes Schwein bin, weil ich verheiratet bin und der Lucian quasi Single ist, also Ladies, haltet euch ran, konnte er sich das nämlich leisten, die 10 Euro, ich kann das nicht. Und daher haben wir mal kurz getauscht, dass ich in der Aufnahme den gleich mal zeigen kann im Gefecht. Also die aber, Geschichte ist eigentlich eine etwas andere, aber ist grundsätzlich erstmal nicht verkehrt. Aber gehen wir erstmal, wie immer, kurz ein bisschen auf den Patch ein. Wir versuchen es, wie immer, eigentlich etwas kürzer zu halten diesmal, weil die Patch-Specials immer so lang sind. Ja, also richtig. Also geht nochmal aufs Klo. Raucht nochmal eine, holt irgendwas zu trinken, was zu essen, was auch immer. Nein. Okay. Legen wir gleich mal los. Fangen wir gleich mal bei den Briten an hier, die gerade drin sind. Da haben wir, wie gesagt, jetzt hier vier Panzer für die, also bis Tier 4 sozusagen, eingefügt bekommen. Eben gegen Geld. Haben wir den Reservepanzer, den A13, leichter Panzer, einen Panzerjäger, die Modifikation vom M-Tem sozusagen, angeblich laut War Thunder mit der Manövrierfähigkeit des M-Tem, die jetzt nicht so überragend war, aber gut, nur mit einer besseren Panzerung und Bewaffnung, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja, verfügt genau genommen über ein britisches 17-Pfünder oder 17-Pounder Geschütz und das hat halt eine etwas höhere Durchschlagskraft als die amerikanischen 75mm Kanonen. Also das ist etwas, eine wesentlich höhere. Sieht auch sehr sexy aus. Und das gleiche gilt natürlich also von der Bewaffnung her auch für die nächsten beiden Briten, für den Sherman Firefly, wie auch für den Black Prince. Auch da haben wir das 17-Pounder Geschütz. Genau, da haben wir nämlich halt auch den mittelschweren Panzer, den auch halt mal wieder ein Sherman. Yay! Shermans! Need more Shermans! Ja, aber hey, der Sherman Firefly war der einzige Sherman, vor dem die Deutschen damals tatsächlich Respekt hatten. Ja, ich habe den auch in einem Gefecht vorhin mal eins gemacht. Da habe ich ihn in Aktion erlebt, leider beim Gegnerteam, und der hat mir ganz schön wehgetan, mehrmals. Also ja. Der hat ganz schön reingehauen. Dachte ich mir erst so, ja, ist ja nur ein Sherman. Nee, der tat echt weh. Und dann schauen wir uns mal schnell den Black Prince an, den Sherman Panzer, haben wir quasi von fast jeder Gruppierung einen Panzer. Black Prince kenne ich sogar noch aus World of Tanks. Ja, Panzer aus der Churchill-Serie. Der letzte aus der Churchill-Serie. Ja, weiß nicht. Also ist mir ein bisschen zu langsam die Kiste, aber was die Panzerung taugt, das werden wir dann sehen, wenn er wirklich mal ins Gefecht kommt. 17 km/h Maximalgeschwindigkeit läuft. Ja, selbst die zu erreichen wird schon schwer. Naja. Gut. Genau, das sind die Briten, also wenn ihr wollt, könnt ihr es euch kaufen. Ansonsten gab es natürlich noch andere neue Panzer neben den Briten. Unter anderem viel mit Raketen, Bum Bum, Laserguns, Piu Piu. Nein, kein Laserguns. Nach wie vor natürlich alles im Premium-Bereich. Also auch diese neuen Panzer mit Raketenwerfern sind allesamt Premium-Fahrzeuge. Ja, leider. Ich hätte gerne mal einen erspielt, aber naja. Sie sind auch ziemlich teuer, also wenn ich die BM-8 von den Russen angucke für 3850 Eagles, das ist schon eine Stange. Ich fange jetzt gerade mal hier bei den Deutschen an. Genau, da haben wir den Panzerwerfer 42 hier, 4800, ist schon heftig. Ja. Schauen wir uns mal an. Keine Ahnung, ich habe mit Bodenfahrzeugen, ich habe immer den Kelly-Op eigentlich mal, ich habe es auch nicht gemacht. Ich habe keine Erfahrung damit, wie die überhaupt, also wie das überhaupt läuft, also wie die eigentlich sind. Kannst du eine Testfahrt damit machen, dann siehst du es im Prinzip. Ja, schon klar, aber naja, Testfahrt und Gefecht ist halt immer ein bisschen geiler, aber. Ja, und dann haben wir jetzt den Panzerjäger. Halt drei neue Fahrzeuge mit Raketen. Halt einmal dieser Panzerwerfer 42. Oder wie sie es im Gefecht so schön, wie sie es in den Intros für die Patches so schön sagen, immer der Panzerwerfer
24. Weil du es gerade sagst, mein absoluter Favorit in dem Video war immer noch der Kanonenjagdpanzer. Ja, das war so gut. Da musste ich wirklich lachen. Oh, ich hab mir das dreimal angehört, wie der Kanonenjagdpanzer gesagt hat. Weil mit dem Kommentar dahinter, die Deutschen lieben es, sich Panzer mit schwer auszusprechenden Namen zu suchen. Ja gut, wenn man Deutsch nicht kann, ist es halt eine schwer auszusprechende Sprache, aber... Naja, wenn du vergleichst die anderen mit T34, T29, T-Bla, T-Dings, T hast du nicht gesehen, so irgendwas, ne? Ich meine, da ist halt meistens Buchstabe, ja, okay. Zahl, weißt du? Und wir haben ja dann doch, einen Panzerkampfwagen, ich meine... Ja gut, aber gerade wenn wir jetzt bei den Amerikanern reingucken, haben die auch alle ihren Codename bekommen. Ja, auch ja. Wenn sie erstmal ihre Normalbezeichnung haben... ist der Sherman halt immer noch der Sherman und der Pershing ist der Pershing. Wenn ich das jetzt natürlich Deutsch-Pershing spreche, klingt's auch doof. Für ja, klar, die haben ihre Codenamen, aber ich rede so, trotzdem hat ja jeder deutsche Panzer quasi den eigentlichen Namen Panzerkampfwagen 3, bla bla, weißt du, ich meine. Ja, das ist richtig. Ausführung hast du nicht gesehen, Vollketten- oder Versuchskettenfahrzeug, was auch immer. Ne, also ich verstehe das schon, dass das für die ein bisschen scheiße ist. Tja. Ja, nee. Aber ja, genau. Der Kanonenjagdpanzer, wo haben wir denn überhaupt? Ich finde den gerade gar nicht. Ganz unten unter dem Jagdtiger sogar noch. Das ist nämlich der Abschluss im deutschen Panzerjägerbaum. Hanomag Henschel Jagdpanzer 4 bis 5. Genau. Da haben wir das sexy Teil. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich kenne das Ding eher als Jagdpanzer 70, um ehrlich zu sein. Aber gut, jeder seins, würde ich sagen. Keine Ahnung. Warte einfach mal ganz schnell nach. Hätte man ja vorher erledigen können, aber... Ja, der E100 wurde auch eingefügt, aber irgendwie, da hieß es limitiertes Fahrzeug, das nur durch zukünftige Aktionen erhalten werden kann. Das ist erstmal richtig. Und zwar muss man da verschiedene Aufgaben erfüllen. Welche das sind, ist noch nicht bekannt. Das wird Warthunner in nächster Zeit bekannt geben. Das heißt, liebe Spieler, seid aufmerksam, guckt regelmäßig auch mal in die News rein von Gaijin. Jo, auf jeden Fall. Die werden euch schon sagen, wie man den E100 erspielen kann. Der wird nämlich nur zu erspielen sein. Das gleiche gilt auch für ein Flugzeug, aber da kommen wir dann gleich nochmal dazu. So sieht's aus. Jo, das waren auch schon die deutschen Panzer bisher. Machen wir mal bei den USA weiter. Da gibt's noch ein paar neue. Ne, das ist nicht USA. Ich will immer, wenn ich die USA anklicken will, klicke ich die Briten an. Ey, ist schlimm. Genau, warte mal, da haben wir zum Beispiel den T92. Ich müsste ihn nur finden, da haben wir ihn schon. Da, das hübsche Ding. Ich finde ihn sogar extrem geil von der Optik her. Ja, absolut. Also gerade den leichten Panzerbaum. Gerade dieses niedrige Profil finde ich extrem geil, muss ich sagen. Ja, ich habe es mir noch gar nicht so genau angeschaut, aber ich glaube, das ist auch ein Wankelturm. Also sieht mir sehr nach einem Copy der AMX-Serie aus und wie stimmt, das aussieht. Stimmt, der erinnert an den AMX, da hast du recht. Ja, so wie das aussieht, ist es ein Wankelturm, aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Sieht auf jeden Fall sehr sexy aus. 57 km/h Höchstgeschwindigkeit ist nicht schlecht. Kann man mit leben. Ist halt wirklich ein leichter Panzer, was aber definitiv dann auch Spaß machen wird im Gefecht. Die Kanone mit der Durchschlagsleistung, ich denke mal zum Flankieren ist das Ding richtig Bombe. Also hat richtig gute Durchschlagsleistung. Wenn er gut ist auf Tier 5, dann muss es eine gute Durchschlagsleistung haben. Davon würde ich dann erstmal ausgehen, ja. Nicht schlecht, ja. Da haben wir den T25. Da haben wir ihn. Ich überlege gerade. Nee, war der auch bei World of Tanks? Ja, ne? Oder war das der T29? Nee, glaube ich nicht. Das war der T29, glaube ich. Na, und T20 gab es dort noch. Genau. Jo, hier. Ich glaube, die hat diesen Vorteil, wenn ich diesen Turm sehe und die Wanne, dass sie die Gun unglaublich weit runter drehen konnten, ne? Ja. Hat eine unglaublich gute Gun-Suppression. Stimmt. Ja, halt ein Medium-Tank. Auf Tier 5, Quatsch, 5, Tier 4. Durchschlagsleistung ist auch ganz gut. Geschwindigkeit 48 km/h, kann sich auch sehen lassen, würde ich sagen. Ja, gibt's glaube ich jetzt nichts Spezielles groß zu sagen. Da liegt eine große Decke drin oder was auch immer das ist, keine Ahnung. Oder ein Burrito, ich weiß es nicht. Was, Burrito? An der Seite vom Turm. Da ist so eine Decke in so einer Halterung. Also, okay. Ja. M26T99. Wo haben wir dich? Das ist dann auch wieder ein Premium-Fahrzeug. Sagen. Das ist der mit dem Raketenwerfer. Ah, ja, genau. Das Ding mit den hübschen Öhrchen. Ja.
Da haben wir es mit den hübschen Gasbuddeln da an der Seite drinne. Einfach Ventil aufschlagen und losfliegen lassen. Da steht immer so ein Typ am Turm mit so einem Hammer, der die aufschlägt. Ja, genau. Manuelles System. Natürlich, völlig korrekt. Kann ich fachlich einfach nichts dagegen sagen. Ja, so, hübsch. Sind wir theoretisch erstmal mit den Panzern bei den USA durch? Jo, die SPC war dann das nächste, das war was anderes. Bei den Russen, was haben wir da denn Neues? Bei den Russen haben wir den PT-76, das ist auch das Einzige, was dort neu ist, außer den BM-8 Mehrfachraketenwerfer. PT-76 ist ein eigentlich ein Schwimmpanzer. Ach, okay, stimmt, das erste Amphibienfahrzeug, stimmt. Ja, was aber schon gesagt wurde, ist, dass das Ding momentan nicht schwimmen kann, also probiert es bitte nicht aus. Es funktioniert nicht. Es wird aber in Zukunft kommen. Also diese Fähigkeit wird eingeführt werden, aber momentan ist es noch nicht unterstützt. Das heißt, ihr könnt damit noch nicht schwimmen. Ja, was ist dazu zu sagen? Die Kanone ist relativ hochkadent, also kann relativ schnell feuern. Durchschlagsleistung ist so lala, also ist jetzt nicht unbedingt schlecht, aber ist jetzt auch nicht unbedingt gut. Und was man halt auch sagen muss, die Panzerung ist sehr dünn. Geschuldet, dass es ein Amphibienfahrzeug ist. Der einzige Vorteil ist, dass die frontal gut gewinkelt ist, aber trotzdem durch die Frontplatte, gerade die untere, wird da vieles durchgehen. Jo, da haben wir ja 13 und 10 mm, das ist effektiv einfach mal gar nichts. Okay, also ich glaube, da nützt dir der Winkel auch nichts, gerade weil du die hohe Wanne hast, da, ja, wegen halt Amphibienfahrzeug, ne? Da war es halt zu erwarten, dass das Ding nicht gerade die beste Panzerung hat, also ja. Die Kanone hat noch die beste Panzerung, sehe ich gerade, die Barrel. Ja. Naja, das Hauptproblem ist halt, die einzigen Geschosse mit wirklich Durchschlagsleistung sind APCR-Geschosse. Und bei APCR, also Hartkerngeschossen, ist natürlich immer das Problem, dass sie relativ wenig Schaden machen. Ja. Weil du durchschlägst den Feind zwar, aber der Schaden ist halt relativ, naja. Was dann später noch dazu kommt, ist die Heat-FS-Munition. Also Finn-stabilisierte Heat-Granate. Ja, wird die Sache jetzt, glaube ich, nicht großartig verbessern, um ehrlich zu sein. Naja. Nicht unbedingt der beste Panzer, vielleicht. Mal sehen. Aber gut, er folgt auf den T-80. Also ich meine, Ist aber schön beweglich, muss man sagen. Also. Ja, immerhin. Ich denke, er wird seinen Platz im Gefecht finden, für die, die ihn gerne spielen möchten. Ja, und können. Wenn er so ist, wie ich es mir vorstelle, dann wird er wahrscheinlich auch demnächst runtergestuft, aber das werden wir dann sehen. Na gut. Ja, dann haben wir doch den Mehrfachraketenwerfer. Ja, das ist die BM-8 ganz oben rechts. Also nicht ganz oben rechts, aber. Ach, da haben wir weiter oben rechts. Jo. Auf Basis vom T-60. Oh, 43 kam also recht schnell auch. Ja, geht so. Durch das Gewicht zusätzlich. Also, ja. Ja. Ja gut, die Raketen wiegen natürlich auch einiges. Die Beweglichkeit ist schon okay. Ja, ja. Einmal halt ein Katyusha-System drauf montiert. Es sind relativ kleine Raketen. Das heißt, größere Ziele werdet ihr damit nicht mehr groß beschädigen können. Aber in dem Tierbereich ist es verkraftbar. In dem Tierbereich durchaus verkraftbar, weil ich habe es probiert. Also einen Panther kriegst du auf der Seite damit auch kaputt. Kannst ja in der Testfahrt ein bisschen rumprobieren damit. Frontal wird es bei einem Panther dann schon schwierig. Ja, aber mit dem Teil werdet ihr im Gefecht nicht einem Panther begegnen. Kommen wir mal zu den Fliegern. Ja. Bei USA, da hat man auch, da war's auch was Neues. Was haben wir? Oh, bei den USA, da ist so einiges Neues mit dabei. Jo. Die SB-2C-4. Ja, also noch eine Helldiver, finde ich jetzt nicht so. Ach, da haben wir so, du bist gerade schon dabei, die zu erforschen, sehe ich gerade. Was ist denn freigeschaltet hinter der Penner, Alter? Ich bin voll neidisch, ich glaube, behalte deinen Account. Der gefällt mir, ich behalte jetzt einfach, du kannst meinen gerne haben. Ich denke nein, Tim. Also, noch eine Helldiver. Keine Ahnung, war für mich so überflüssig wie die erste Helldiver, die sie reingebracht haben. Aber wer die Flugzeuge mag, bitteschön, viel Spaß. Wie wär's denn mal mit einem Holy Diver? Okay, TBD-1. Richtig, das ist oben rechts unter der PBY. Das ist die Devastator. Auch ein Torpedobomber. Ich bin blind. Ach, da haben wir es noch. Ja. Nein, kein Testflug, kein Testflug. Vorschau. Ja, keine Ahnung, was ich davon halten soll, also. Aha. Sie ist bunt. Yay.
Ist halt genauso wie jeder andere Torpedobomber und Marinebomber. Also einfach nichts speziell spaßig tolliges. Keine Ahnung. Aber Torpedos, yay! Gut, dann die P-38K. Ja, die habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht gefunden hier drinne. Ich weiß nicht, wo die sich verstecken soll. Echt nicht. P-38K, limitiertes Fahrzeug, das nur durch zukünftige Aktionen erhalten werden kann. Haha, ist erklärt. Nöp. Man sollte vielleicht die Notes auch mal alle lesen und nicht nur einige. Aber mein Gott, ich habe sie auch ehrlich gesagt nicht großartig vermisst, weil es gibt einfach so viele neue P-38s. Warte, wir haben noch die P-38E, wenn ich will. Ja, doch, die E haben wir ja noch. Irgendwo Richtig. rumschimmeln. Ich Und müsste sie bloß gerade finden, oder ich bin am. Ach, da, oder? unter der P-39, also unter der Era Cobra, haben wir die ersten beiden P-38s. Ja. Da gab es zum einen natürlich die G1, die gab es schon immer, die kennen wir schon. Und jetzt natürlich die E, was jetzt die erste P-38 darstellt, falls ihr neu anfangt. Ja, ist ein Sind relativ die. schneller Nee, das Flieger. ist die E. Ja, Die die E ist A. jetzt der erste davon. So. Die gab es ja schon. Da haben Ist wir es halt ein doch. relativ schnelles Flugzeug mit relativ guter Bewaffnung. Aber nicht unbedingt die wendigste. Ach da, mein Gott, bin ich blind. Meine Guckst du Fresse. schief? Ja, ich gucke schief. Ich bin ganz woanders, ey. Gottes Willen, ich habe übrigens Probleme, die Dinger zu finden. Ja, da haben wir sie. Oh Mann. Ja, typischer Aufbau, wie man es von der P-38 kennt. Also ist jetzt Nichts Spektakuläres dran. nicht spektakulär, was zu sehen. Und die, genau, die 8, die P-38L und J, die habe ich nämlich eben schon die ganze Zeit angeklickt. Und zwar hier, genau, die J hier, auch wieder Lighting, also auch wieder, glaube ich, nichts Spezielles zu sehen bei der L. Die L sieht, glaube ich, ein bisschen anders aus. Ja, bei der J gibt es mal wieder eine kleine Veränderung, und zwar die Allison-Motoren. Ich weiß nicht, ob ich das gut finden soll. Ehrlich gesagt, ich mag die Allison-Motoren nicht sonderlich. Ich mag auch, glaube ich, die Tina-Motoren. Nee, wer die Geschichte von der P-51, von der Mustang kennt, weiß, okay, die ersten Maschinen davon hatten Allison-Motoren, waren scheiße, was hat man gemacht? Man hat den Packard Merlin eingebaut, und ja, der Packard Merlin ist ein Lizenznachbau vom Rolls-Royce Merlin von der Spitfire. Plötzlich war die P-51 ein viel besseres Flugzeug, was viel schneller und viel beweglicher war. Ups. Das zu Allison-Motoren, ich Und weiß was nicht, viele ob nicht ich davon wussten, halte. was viele nicht wissen, Packard hat sich dann von Merlin getrennt, hat mit Hewlett zusammen eine Druckfabrik aufgemacht. Ja. So entstand HP. Ja, schon True klar. Story. Ja, aber sowas von true. Deswegen hat Packard Ja. damals ja auch selber schon Autos gebaut, noch und nöcher, ne? Genau. Geh mal. Autos mit Druckern. Gehen wir weiter zu den Deutschen. Le Deutsche haben die BF109E4. Wo zwischen den vielen B109 ist sie denn? Da haben wir so. Na, Ich hab's direkt gleich nach der gefunden. E3. Oh, ich bin so gut, Alter. Ich Direkt hab sie nach der E3. gleich gefunden. Und wir sehen eine BF109. Yay! Naja, gut, hier wurde die Bewaffnung auf die Flügel verlegt, was vorher aber, glaube ich, auch schon der Fall war. Sagen? Aber die Kanonen sehen irgendwie, glaube ich. Nee, keine Ahnung. Ehrlich gesagt, bei der E4 hauptsächlich ist die Kanzel überarbeitet worden. Die ist schon wie bei der F-Serie. Ansonsten gibt es da, glaube ich, keine großen Veränderungen. Hat ein Ja. anderes Painting, Whoopi. Eine Ja. BF109 halt. Ja, die BF109 E7U2 ist ja wie gesagt limitiert, hatten wir vorhin schon. Und dann haben wir noch zwei Dorniers, die 100, ne, die 17Z2 und die 17Z7. Richtig. Die finden wir auch ganz oben. Da haben wir die Dornier 17 Bomber. Ach, da haben wir sie ja. Ganz rechts in der Ecke. Und jetzt vor der BF-110 C4. Ja. Weil da hat den Deutschen wirklich ein schwerer Jäger gefehlt. Haben wir jetzt die Z7 als schweren Jäger. Ja, hier sehen wir sie, die. Also als Bomber bin ich sie Beziehungsweise schon die 7. geflogen. Als Bomber finde ich sie jetzt nicht so pralle. Als schweren Jäger muss man gucken. Weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch noch keine Erfahrung mitgemacht. Muss mal gucken, ob es taugt oder nicht. Ah, hier haben wir nochmal die Z2. Ja. Kein großer Unterschied. Ansonsten gibt es bei den Deutschen da jetzt auch nichts Für den Neues. Russen eigentlich Neues? Das weiß ich gerade nicht. Oh, bei den Russen da gibt es auch nicht so viel Neues. Und zwar gibt es da hauptsächlich die Yak-9B.
Genau, irgendeine Jagd 9 war's. Die findest du direkt unter der Jagd 9, die fälschlicherweise dort mit Jagd 9 T-K bezeichnet wurde. Weil die T und die K kommen später und sind ganz andere Flieger, aber geschenkt. Also ich denke mal, das wird einfach ein falsches Labeling sein. Ja, denke ich auch. Da findest du dann die Jagd 9B mit eingebautem Bombenschacht. Stimmt, das war ja das bei der. Ansonsten halt Jagd 9 eben. Genau, ansonsten ist es halt eine Jagd 9 wie jeder andere. Und das müsste es bei den Sowjets fliegertechnisch. Ah nein, die PE-8, ganz wichtig. Unter der Hab schon. JA-2, die PE-8 als schweren Bomber, der einzige viermotorige Bomber bei den Russen bisher. Mit Oh ja. Ausnahme von dem Hoho. vorgehenden Premium-Flieger. Da gab es doch schon mal einen Premium-Flieger. Ich glaube, die TE-3 war das. Alter, das ist ja Fußballfeld, was das Ding hier an Flügeln hat. Wird halt auch als die russische B-17 bezeichnet, allerdings mit nicht ganz so fetter Abwehrbewaffnung. Stimmt, haben Sie gesagt im Video, jetzt kriegen Sie auch Ihre Flying Fortress sozusagen. Hübsch, riesig. Vor allem fette Flügel, Alter. Wird nicht sehr schwer sein, die zu verfehlen. Ja. Also die Flügel, ich glaube, da hast du gute Chancen, was zu treffen. Mal wieder ein gutes Ziel für meine Jagd 9K. Ich Würde gerade bin sagen, begeistert. freue mich. Ja, lecker, lecker. Ja, das Jo. halt bei den Russen, mehr gibt's da fliegertechnisch noch nicht zu sagen. Le Britannia haben wir einen neuen Flieger, die Hunter F1. Richtig. Und zwar ist da ein bisschen mehr verändert worden. Bam. Da gibt's ja den ganzen Tree mit der Vampire, der Venom und der Hunter. Früher ging das mal von der Mosquito aus zur Vampire und dann zur Venom. Ja, deswegen habe ich den Müll tatsächlich erforscht. Danke für die Verschwendung. Jetzt unter der Tempest zu finden, was ehrlich gesagt auch Sinn macht, weil es ist halt ein Harker-Flugzeug. Und ja, ganz links bei den Briten ist halt ein kompletter Baum mit Harker-Flugzeugen, weshalb das gar nicht mal so doof ist. Und jetzt die Hunter halt als der Topstrahljäger, damit die Briten auch endlich einen 9.0-Flieger haben, der sich dann mit den russischen MiG-15s und den amerikanischen Sabre messen darf. Ju, und dann haben wir noch die Japaner, haben auch ein neues Flugzeug, die A7M1 in Richtig, und Klammern das ist ein Premium-Flugzeug. NK9H. Yay. Also effektiv, wenn ihr kein Geld ausgeben wollt, bei den Japanern nichts Neues. Schauen wir uns mal an, sie ist orange-gelb mit roten Punkten. Awesome. Ja. Das war's. Sieht nur so hässlich aus wie King Cobra von den Amis, die gelbe, aber das ist Ja. sie, was sie kann. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Soll im Prinzip der Nachfolger der Zero sein, aber hat sich nie wirklich durchgesetzt. Tja, das erstmal zu den neuen Fliegern und so. Wurde auch, also ansonsten, eine neue Engine und zwar die Dagor Engine 4.0 Ja, wurde nun Dagor. ausgerollt, deswegen war der Patch auch etwas größer mit 9 GB. Ja, das ist richtig. Halt, Graphical Overhaul, neue Engine, neue Möglichkeiten, zum anderen neue Wasserdarstellung. Da gab es in dem Video ein Preview, vielleicht sehen wir uns jetzt auch im Gefecht, wenn wir Glück haben, ein paar schöne Beispiele, richtig schöne hohe Wellen und alles so ein Mist. Einführung in neuen physikbasierten Renderings. Neue zerstörbare Umgebung. Habe ich jetzt aber Wovon noch wir nicht erlebt. im Gefecht jetzt nicht viel merken werden, weil mit den kleinen Panzern, ich hab's vorhin probiert, mit dem A13, kannst vergessen, du schießt dort kein einziges Haus kaputt. Das können wir jetzt auch machen. Richtig. Und dann haben wir noch, dass der Spielclient 64-Bit unterstützt, aber erst nur in der WIP, also in der Work-in-Progress-Version. Da könnt ihr im Launcher so einen kleinen Haken reinsetzen, dann ladet ihr quasi diese Work-in-Progress-Version. Da bin ich sehr gespannt, also da freue ich mich auch drauf, wenn das dann als richtiger, wenn das dann durchgetestet ist und richtig ausgerollt wird. Ja, was ich zum Graphic Overhaul nochmal dazu sagen möchte, ist, man hat sich bei diesem Graphic Overhaul vor allem auf die Lower Settings fokussiert. Das heißt, wenn ihr in hohen Auflösungen spielt, das heißt in Ultra oder Film oder was auch immer, an den Panzermodellen selber werdet ihr eine Veränderung erkennen. Ja, die sehen tatsächlich ein bisschen schärfer aus, vor allem von der Beleuchtung her ist das ein bisschen besser geworden. Ja. An der Umgebung selber werdet ihr, wenn ihr jetzt vor allem Panzerfahrt, nicht viel Veränderungen wahrnehmen. Ihr könnt ja einfach mal ein altes Video von uns jetzt mit einem neuen Video vergleichen. Ihr werdet sehen, so groß ist der Unterschied nicht, weil wir auf relativ hohen Settings spielen. Wie gesagt, im Ultra-Low-Bereich sieht es anders aus, da wurde viel gemacht. Was man allerdings deutlich sieht, wenn ihr fliegt und euch dann mal die Umgebung unten auf dem Boden anguckt, ist diese jetzt viel, viel schärfer, viel, viel schöner. Gerade die Wälder sehen viel, viel besser aus, viel ja, realistischer. Also da hat sich viel getan in der Distanz, also in der Render-Distanz. Wobei man sagen muss,
Ihr werdet bei den Videos keinen großen Unterschied sehen. Dadurch, dass YouTube das immer noch ein bisschen runterscaled. Davon mal ganz abgesehen. Ich glaube nicht, dass man da viel erkennen wird, ich weiß es nicht. Also zumindest die Videos, die ich auf dem Rechner habe, haben eine wesentlich bessere Qualität. Die fertig generierten Videos als das, was bei YouTube rauskommt, leider. Ja. Also aber das ist so. Halt auch normal. Ansonsten würde es auch ewig dauern, den ganzen Kram dann hochzuladen, wobei YouTube das auch gar nicht haben will. Es gibt auch noch ein paar andere Sachen, aber ich würde sagen, wir starten jetzt erstmal ein Gefecht hier. Da ich euch mal den Panzer zeigen kann. Den A13. Genau. Und ich werde mich hier mit deutschen Fahrzeugen vergnügen. Es wurden noch ein paar Sachen überarbeitet. Also am Schadensmodell. Und zum Beispiel, dass bei Fahrzeugen, wo das Projektil und die Treibladung quasi separat gelagert werden und die erst quasi zusammengeschraubt werden beim Nachladen im Panzer, die Chance, dass das Munitionslager hochgeht, verringert wurden, also angeblich deutlich verringert wurden. Ja, es geht halt darum, bei zweiteiliger Munition hast du einmal, also die Munition wird dann in zwei Teilen gelagert, ist vor allem bei großen Projektilen der Fall. Das heißt beispielsweise bei der IS-2 mit 120mm Munition und solchen Faxen. Dort habt ihr halt einmal die Geschützhülse, wo dann auch tatsächlich die Sprengladung drin sitzt, die dafür sorgt, dass das Geschoss aus dem Rohr gefeuert wird. Und dann habt ihr natürlich das Geschoss selber, was teilweise gar keinen Sprengstoff enthält. Und wenn dieses Geschoss selber getroffen wird, ist es Unsinn, dass da großartig eine Explosion stattfindet. Andersrum, wenn natürlich die Treibladung selber getroffen wird, also die Hülse, dann sieht es dort schon ein bisschen anders aus. Das kann dann schon ein bisschen mehr Schaden machen. Jo. Mölz hat mich schon vorgewarnt, die Manövrierfähigkeit von diesem A13 soll nicht sehr prickelnd sein. Ich merke, also die Geschwindigkeit ist okay, aber beim Lenken ist es ein bisschen grausig. Also ja, die Manövrierfähigkeit. Ich merke auch gerade, der schwimmt ganz schön. Also ja. Also die Lenkung ist halt, ich weiß nicht, ich nenne es einfach britisch, weil so ist es halt, wenn der Fahrer rechts sitzt, ne? Und vorher zu viel Tee getrunken hat. Das ist meine einzige Erklärung. Dafür. Zu viel Tee mit Schuss. Nein. Bei den Briten reicht halt nur Tee, glaube ich. Ja, man merkt, der verzieht sehr stark und dann kriegst du ihn schlecht rumgezogen. Also, na, die Lenkung ist arg verzögert und selbst wenn du dann aufhörst, wenn du dann doch weit genug rum bist, dann hört er auf einmal nicht mehr auf zu lenken. Also, keine Ahnung, ich finde diese Lenkverzögerung ein bisschen hässlich bei der Karre. Aber ansonsten ist es ein solides Fahrzeug, das Geschütz ist wirklich in Ordnung. Gute Durchschlagsleistung, auch eine sehr gute Feuerrate. Dabei handelt es sich um ein britisches Two-Pounder-Geschütz, also ein 40mm Kanone. Eigentlich soweit wirklich in Ordnung. Und es hat so ein paar andere kleine. Wow. Ey. Warum beschießt du mich? Ich beschieß dich nicht, du kriegst vom Hildu-Eimer. Wo ist denn da was? Da ist doch gar nichts. Keine Ahnung. Da ist nichts. Auf dem Hill standen aber gerade Gegner. Ach, da steht der Penner. Oh. Hauptsache der Lütze. Hab ich den überhaupt? Nee. Ich denke gar nicht, das ist scheiße. Tja. Ansonsten so ein paar andere kleine Gimmicks, zum Beispiel hier das Thumbnail für die Artillerie wurde überarbeitet, wie man sieht. Kann man Artillerie irgendwo reinholzen. Ach, wie geil. Bibi, da stehen nur zwei Siebener. Hab ich ja richtig Fun hier. Ich wollte gerade sagen, haben wir da Matchmaking technisch eine Fresse bekommen. Oh! Ja, aber richtig. Scheiße! Nein! Stück 3 Ausführung A. Das müsstest du aber durchkriegen. Du hast ca. 90mm Durchschlag. Sie haben mich hier nicht, verdammt. Jetzt habe ich ein Problem. Die Crew ist da halt noch nicht so ausgebaut, aus diversen Gründen, ne? Ja, ich merk's. Ah, da sehen wir es gerade hier. Man sieht jetzt die Punktanzahl, die man mit dem Fahrzeug gemacht hat und wie lange man im Gefecht war. Ja. Ja, kleines Gimmick, ganz nett, aber war jetzt nicht so, dass man sagt, neat. Ja, ich finde schon ganz nett, weil dann siehst du direkt, ja, nee. Wie viele Punkte hast du mit diesem Fahrzeug jetzt speziell gemacht. Naja, es ist nett. Aber war jetzt kein Big Need drauf, das meine ich. Nö, ist jetzt nicht so, dass es vorher gefehlt hat, der Gamebreaker schlechthin war, also. Nein, es ist okay. Ich bin runtergefahren hier. Oh, Alter, die Lenkung. Kotz ab. Gut, ich hoffe ja mal, dass jetzt hier mit der neuen Engine dieses, ja, ich sag jetzt mal mit Mapping einfach mal ein bisschen aufhört. Ihr kennt es alle, irgendwo langfahren, an unsichtbarer Kante hängen bleiben, Matsch fahren. Ja. Da bleibe ich doch lieber so wie gerade eben einfach wirklich an diesem Pfeiler hängen, der aber auch tatsächlich da ist.
Ja, nein, mal sehen. Mal sehen, was noch so aus der Engine vielleicht alles rausholen. Ich meine, da arbeiten sie ja noch so ein bisschen bestimmt an so ein paar Sachen, so ein paar kleine Gimmicks und dies und das. Kommen ja auch mal so noch Overhauls an grafischen Sachen in solchen Spielen. Da sind sie eigentlich immer recht hinterher, die Entwickler. Muss man einfach mal so sagen. Ja, außer du spielst World of Tanks, dann eher nicht so, aber mei. Ja doch, da ist nur das Problem, da konzentrieren sie sich zu viel auf so einen Scheiß. Anstatt das Gameplay einfach mal ordentlich zu machen. Also ich kenne einen Haufen Leute, die immer wieder posten, während in Warzone die Grafik besser wird, wird sie in World of Tanks immer schlechter. Ich muss sagen, War Thunder hat schon mit einer, ist schon mit einer besseren Grafik eingestiegen, als World of Tanks überhaupt erreichen könnte. Davon mal noch abgesehen. Also sorry, aber das ist ja Äpfel mit Birnen verglichen. Ja, gut, aber trotzdem. Es geht ja jetzt erstmal nur um den Progress, ja. So, ist irgendwas zerstört hier. Na, geht doch. So sneaken wir mal um die Ecke hier, was es hier vielleicht zu holen gibt oder was uns holen will. Oh, da greift mich irgendein Flieger an. Geh weg. Mal keine Gegner. Hier um die Ecke vielleicht. Achso, und wirklich ein sehr wichtiges Feature, was aber jetzt nicht erst mit Firestorm kam, sondern schon eher kam. Ihr könnt jetzt tatsächlich die Reihenfolge der Granaten in eurem Fahrzeug wirklich wechseln. Was? Das heißt nicht, das heißt nicht mehr nur so wie früher, wenn du mehr als vier Granatentypen hattest, dass du dann einfach mit dem fünften das immer wechseln konntest, sondern du kannst jetzt wirklich den obersten Granatenslot anklicken und via Dropdown auswählen, welchen Granatentyp du dort haben möchtest, damit du gleich mit der richtigen Granate startest. War ja so ein Feature, was auch einfach mal überfällig war, aber das hat nichts mit dem Patch zu tun, das kam schon eher, dass du so als Randinfo, wir haben ja auch lange jetzt nicht gespielt, aus privaten Gründen. Deswegen wäre das vielleicht noch wichtig hier. Lithium war schwanger. Ja, mindestens. Ja, er ist ein Schimmel, ihr habt es schon erraten bestimmt. Ja, klar. Ladyboy mit nice Lady mit nice Man Boobs. Drag Queen. Drag Queen. Das war jetzt aber sehr gemein. Ja, das war ein Wortspiel, das war jetzt gar nicht so gemeint wie. Diskriminierst du mich? Ja, aber das ist ja nichts Neues. Ja, okay, hast ja recht, aber. Trotzdem, nicht vor den Kindern. Ja, und ich bin schon wieder Arsch. Gott, war ziemlich sinnlos für mich hier, aber. Mei, man kann nicht alles haben. Gucken wir dem Regen mal eine Runde zu. Den jetzt mal rein da hinten in den T50. Ja, dann bitte aber auf den Turm. Was denn? Na. Zart. Ist natürlich was dran, nach dem Ray kann ich hier lange suchen. Okay, den kriege ich jetzt nicht down hier. M3, was denn? Ist das ein Lee? Ist das ein Lee, das ist ein Lee. Warum stehe ich? Keine Ahnung, kaputter Motor. Egal, ich hab den Lee zerstört. Fahrer tot. Nee, geht wieder. Yay, I'm Hercules. Yay. Ich hör schon wieder Bomben irgendwo fallen. Liegen hinter dir, keine Angst. Wunderbar. Die halten mir den Rücken frei. Ich würde das gerne noch rumreißen hier eigentlich, ehrlich gesagt, aber... Die rasieren dir den Rücken. Oh, Alter, was greift mich schon an hier? Geh weg, Flugzeug. Geh weg! Ja, weiß ich, aber das nervt. Oh, komm, jetzt capped. Uncapped ist shit, Mann. Ich plädiere auf eine fette Niederlage. Noch nicht, noch nicht. Ich ankeppe, ich ankeppe. Links, links. Fuck. Kritischer Treffer. Zerstört. Ja. Artillerie schlägt ein. Oh. Und dein Drehkranz scheint. Ah, zu viel Artillerie. Wieder kommt Blackpanzer. Na, und dein Drehkranz hat auch einen. Ja, ah, ne, der scheint wieder zu funktionieren. Also war der Richtschütze wahrscheinlich doch down. Komm, knall weg! Aber scheint schon down zu sein. Ja, der ist schon down. Aber da ist noch mehr irgendwo, glaube ich. Die kommen schon, keine Angst. Da ist noch ein M3. Ne, es ist ein M2, ein Medium. Oh, sehe ich gerade.
direkt unter dem Turm, direkt, also. Schon down. Quasi ganz knapp über den Richtkranz bei den Dingern halten, macht sich immer gut. Gerade wenn du die so seitlich hast. So, wir haben A eingenommen. Ja. Please let us win this shit. Ja, wir sind im Score so weit zurück. Das könnte echt schwierig werden. Ja, in der Zwischenzeit kann ich ja mal gucken, was aus meinem Support-Ticket geworden ist. Ich habe deinen Rat gestern nämlich dann noch befolgt. Ah. Oh, bom, bom, bom. Repairen abbrechen, Repairen abbrechen. Fuck, wo liegen die alle? Da. Boah, shit, Alter. Geht mir nicht auf den Zeiger. Alles in Ordnung, bist doch am Leben. Da, um die Ecke, da stehen doch noch genug Verbündete. Ja, ich seh's. Oh, nee, da steht gerade ein M3. Da, der ist down. Das ist natürlich ein legitimes Argument. Gun geht gut ab, du. Ja. Ach, down immer. Ich habe irgendwo noch einen TD auf dem Hill, also über den Hill fahren sehen. Glaube ich. Oh, Artilleriefeuer. Mein Gott, geht mir das auf den Zeiger. Kaum, ne? Deswegen, die Gun ist schon durchaus was wert. Also aus der Mitte raus hier, dann überlege ich vielleicht, ich versuche mal zu repairen. Mission gescheitert, ah, verdammt. Sag ich doch. Jetzt haben wir noch mal so eine Sofortauswertung. Eine kurze mit so schönen Buttons, wie wir es eben schon mit den Punkten hatten, komplett. Und ansonsten bleibt hier. Ja, gut, schade, aber gut, wenigstens habe ich auch ein bisschen was gerissen mit meinem Panzer. Ja. War jetzt gar nicht so schlecht. Bla bla, ja, okay. Ah, 2,1k also, Punkte. Ich habe insgesamt bisher ein Match mit dem A13 gespielt. Sag mal, kannst du bitte mal meinen Account nicht verhunzen mit deinen 602 läppischen Punkten da? Wenn deine Crews hier jedes Mal gewonshottet werden, kann ich ja nichts dafür. Alter. Leck mich. Außerdem, wie gesagt, Matchmaking for the win. Ja, so, gib es Payments. Ich muss sagen, also die Kanone hat mich jetzt echt begeistert. Ich überlege, ob ich das Ding doch noch kaufe. Also, wie gesagt, ich habe bisher effektiv ein Match damit gespielt, 10 Panzer vernichtet, 2 Flugzeuge. Und ja, auch die 2 Flugzeuge habe ich mit dem Panzer runtergeholt und nicht in irgendeinem Air-Event. doch, war schon okay. Also, ich war durchaus begeistert. Ja, gut. Ich würde sagen, lassen wir das hier für den Patch Firestorm für unser Special hier. Ja. Und ja, dann sehen wir uns wahrscheinlich die nächste Mal im Let's Play oder wieder bei War Thunder. Wenn wir dann ein paar Runden mit dem Panzer spielen, vielleicht kommen wir dann auch mal auf ein paar der neuen Maps. Ja, richtig. Und können euch das Destructible Environment zeigen, wenn wir ein paar größere Panzer haben mit etwas besseren Womens. Richtig. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dann tschüss.